So, ja, schon. Ich wäre auf jeden Fall noch bereit, das zweite Video vielleicht zu gucken. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Das Was war weitere. denn das zweite Video? Also ich hatte ja überlegt, ob wir vielleicht noch den Spiegelbeitrag zu den Reichsbürgern gucken, zum Königreich Deutschland. Na gut, Hast du das schon gesehen? nee, habe ich noch nicht gesehen. Das habe tatsächlich ich schon gesehen, aber bin ich noch am Start, weil das war ja jetzt auch recht knapp. Gut. Dann Dann legen wir mal noch einen weiter drauf denken. hier. Das ist auch ganz interessant, finde ich, mit dem Beitrag. Weil ich das gar nicht mitbekommen habe, dass die sich echt auf dem Rückzug befinden vom Königreich Deutschland. Die haben ein sehr starkes Wachstum gehabt und eine beeindruckende Struktur aufgebaut. Und ja. Jetzt gerade hat sich da einiges getan, dass sie einige Immobilien und so verloren haben, aber ja, schauen wir mal rein. Mal einmal kurz noch, Negativland hat noch eine Kritik daran mit dem Postfaschismus. Also ich glaube ehrlich gesagt, mit diesem ganzen Ding vom Postfaschismus, da kann man sich sicherlich über den Begriff streiten. Also ich persönlich, ich habe es jetzt auch verwendet, oder wir beide haben es verwendet, weil es in dem Video auch drin vorkam. Ich finde auch eigentlich so Neofaschismus da eigentlich meistens den besseren Begriff. Du hast natürlich recht damit, dass Postfaschismus ein bisschen komisch klingt, wenn man über so, sagen wir mal, faschistische Strömung nach 45 spricht, während Francos Spanien noch existiert hat und man ja auch darüber sagen kann, dass wir noch andere faschistische Diktaturen zu der Zeit hatten, sei es die Militärdiktatur in Griechenland beispielsweise oder Pinochets Diktatur in Chile, wo man ja auch sehr stark von starken faschistischen Einflüssen sprechen kann. Oder auch im Endeffekt andere politische Strömungen, die sehr nah am Faschismus dran waren, davon inspiriert waren, die in Lateinamerika Diktaturen gestellt haben oder auch in anderen Teilen der Welt. Nichtsdestotrotz ist das ja auch einfach ein Begriff für, sagen wir mal, also Postfaschismus wird ja schon sehr stark meistens auch auf Italien angewendet und da dann einfach wirklich in dem Kontext, okay, der klassische italienische Faschismus war beendet und andere faschistische Strömungen sind daraufhin gefolgt und man kann da auch häufig eine ideologiegeschichtliche Veränderung bei diesen postfaschistischen Strömungen darstellen. So. Damit haben wir jetzt häufig, hoffentlich nicht weiterhin, Francos Diktatur ignoriert. Negativland. So, jetzt Reichsbürger, die Reichsbürger. auch nicht faschistisch sind, sondern monarchistisch, auch wenn es natürlich mit dem faschistischen oder postfaschistischen Milieu einige Überschneidungen durchaus sicherlich gibt. Naja, es gab ja auch faschistische Diktaturen, in der König weiter König sein durfte. In Deutschland durfte der Kaiser das nicht, egal wie viele Liebebriefe er an Hitler geschrieben hat. Jetzt aber schnell, sonst verpassen wir Majestät in Jogginghose. Guten Morgen, Peter der Erste. Moin, moin. Spiegel TV. Ja, ja. Wir hatten angefragt. Dürfen wir ein, zwei Fragen stellen? Nein, euch nicht. Da kommen Sie, was planen Sie hier? Ist das ein Aussteigerzentrum? Dann kommt er doch, Peter Fitzek, Deutschlands bekanntester Reichsbürger. Auf den Nationalsozialismus hat er einen ganz speziellen Blick. Das NS-Regime war linksextrem. Nationalsozialismus. Sozialismus hat mit Recht ja nichts zu tun. Also Nationalsozialismus war linksextrem. Das sagen auch viele, die sich mit der Thematik tiefer beschäftigen. Das Propagieren, dass es rechtsextrem ist, das tun Leute wie Sie. Seit über einem Jahrzehnt schwurbelt sich der selbsternannte König Peter I. quer durch Deutschland, baut sektenartige Dorfgemeinschaften auf und zieht Systemaussteiger an. Fitzek nennt es Königreich mit eigenen Gesetzen und einer eigenen Verfassung.
Doch der Staat wehrt sich. Polizeibehörden ermitteln immer mal wieder Razzien. Anwesen werden beschlagnahmt. Fitzek saß auch schon im Knast. Beobachtet wird die Szene vom Verfassungsschutz. Hier ist es durch ein Zusammenwirken eben von Kommunalbehörden und Sicherheit. Ich würde jetzt auch bei den, wenn sich VS äußert, das einfach mal skippen oder zumindest verdoppeln von der Geschwindigkeit her. Nein, das geht das, bitte, bitte. Das ist ja immer mega belanglos und das Nervigste an diesen Dokumentationen, weil es immer die gleiche Leier und das gleiche Gelaber ist und das keinerlei Mehrwert bietet. Und es ist wirklich das Fürchterlichste an diesen bürgerlichen Reportagen. Neonazis sind rechtsextrem. Und sehr gefährlich. Wir beobachten sie schon lange und wir können feststellen, dass sie noch rechtsextremer und noch gefährlicher geworden sind. Ja, dann laufen die dann auch immer zu den Leuten und so. Was sagen sie denn dazu, dass hier das Königreich Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet wird? Ja. Was sollen die Leute dazu sagen? Die sehen sich ja in Opposition zu diesem System und dementsprechend ist ihnen das natürlich auch bewusst und egal, dass der Verfassungsschutz sie beobachtet, weil. Ja, das gehört nun mal dazu, wenn man sich in Opposition zu diesem System befindet. Vielleicht nicht. Dann von dem Geheimdienst, inneren Geheimdienst da beobachtet wird. Ja. Also vielleicht nicht in dem Sinne rational egal, weil das ja schon sehr negative Folgen haben kann. An dieser Stelle nochmal die Bitte an den VS, beobachtet uns bitte nicht mehr. Und moralisch gesehen ist das natürlich nochmal eine andere Frage. Aber ich muss auch nochmal hier Props auf jeden Fall an Spiegel TV geben. Gut, dass sie immerhin kontern, wenn jemand Wahnsinniges sagt, dass der Nationalsozialismus linksextrem war. Ja, das ist ja so die Lieblingserzählung irgendwie aktuell von so rechten Verschwörungskreisen. Da haben wir ja auch in unserer Faschismus-Folge sind wir da ausführlicher auf den Punkt nochmal eingegangen und haben das entkräftet, ja. Endgültig, möchte ich mal behaupten. Beendet diesen Mythos. Ja. Als Brücke der letzten verbliebenen Enklave des Königreichs Deutschland. Wer heute gekommen ist, glaubt an die Monarchie mitten in Sachsen und vielleicht auch an den Weihnachtsmann. Oder? Können Sie uns mal erklären, was Sie heute erwarten? Also im Spiegel TV rede ich noch gar nicht. Dürfen wir Sie fragen, warum Sie heute hier sind? Nö. Nee? Und wer sind Sie? Wir sind von Spiegel TV. Wir wollten die Leute mal fragen, warum Sie heute hier hinkommen. Also Sie sind Mainstream, nicht neutral. Kann man so sagen, ne? Würden Sie es so sagen? Wir kommen hierher aus Interesse am Königreich Deutschland. Das Reich als Sammelbecken für Demokratiezweifler aller Art, wie Reichsbürger und Verschwörungstheoretiker. Haben Sie das mal von Oppenheimer durchgelesen? Die Demokratietheorie? Wissen Sie, was das auf Deutsch heißt? Erklären Sie mich auf. Volksherrschaft. Also müsste das Volk ja herrschen. Herrscht das Volk? Haben Sie das schon mal überprüft, ob wir Demokratie sind? Die BRD meinen, sie ist keine Demokratie. In der Monarchie nicht. Sieht nicht mehr so aus danach. Umfragen sind hier nicht gerne gesehen. Gleich greift eine kamerascheue Propagandistin ein. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist einfach ganz wichtig. Und alles andere ist Beiwerk. Ah, ich darf nicht sagen. Ich sage, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ist auch dagegen, dass irgendwas hier aufgenommen wird und wir gefilmt werden. Wir sind dagegen, dass das gefilmt wird und das Material muss zurückgenommen werden. Sie können das gerne alles löschen. Ja. Also ich habe nur gesagt. Ja, wie Michi das auch schreibt, ich finde das auch mal so geil. Diesen Bezug auf Volksherrschaft. Aber dann zu sagen, man möchte einen König. Es ist so ballerballer. Aber es zeigt ja dann leider nur oftmals, warum dann diese Leute dann tatsächlich trotzdem so einen Zulauf haben und dass sie jetzt gar nicht so, also die haben jetzt wirklich hart gelitten, weil die hatten ja 4 solche riesigen Paläste, ne? Und dann hatten die ja auch noch alles Mögliche an eine eigene Bank und ein eigenes Versicherungssystem und so, die haben ja so richtig probiert, so einen alternativen Staat aufzubauen. Und diese offensichtlichen Widersprüche, die es bei denen gibt, aber trotzdem, dass es so viele Leute dann anzieht, die da ihr ganzes Geld hingeben und sich da einbringen, und das ist ja auch ganz offensichtlich natürlich
wie man hier vielleicht an dem Kollegen sieht, vielleicht auch manchmal ein bisschen komische Leute, aber auch viele, viele ganz, ganz normale Leute aus der Mitte der Gesellschaft, ja. Das zeigt ja einfach, dass sie einfach auch über diese Systemalternative es sehr gut geschafft haben, Menschen zu erreichen und eben diese Alternative zu bieten und dass die Menschen dann über diese Widersprüche auch hinweg gucken, weil das so attraktiv ist, was dort passiert und was dann auch in dem Sinne von jetzt zum Beispiel einer anarchistischen Gesellschaftsalternative für die Leute dann ja offensichtlich nicht funktioniert. Und dann ist das für die kein Widerspruch, weil da die konkrete materielle Erfahrung, die sie da ja machen, dann ja passt mit dieser Systemalternative, selbst wenn diese Utopie halt eine völlig wahnsinnige ist, die dem widerspricht. Naja, erstmal muss man ja zu dieser ganzen Frage, deswegen hatte ich das ja auch zwischendrin dann gesagt, aber ja, als das genau kam, ich glaube, es ist nur ein bisschen zeitversetzt angekommen mit dem Kommentar zur Monarchie. Das, was ja einfach damit ist, wenn die Leute, also erstmal muss man dazu sagen, man kann heutzutage keine Politik mehr im Westen machen, ohne in irgendeiner Art und Weise sich auf Demokratie zu beziehen. Das ist ja auch was, das sieht man ja selbst bei den Faschisten, die eigentlich aus ihrer Historie heraus Demokratiefeinde sein müssten. Selbst Neonazis quasseln heutzutage irgendwas von der großartigen Demokratie. Und natürlich haben wir das früher auch schon gehabt, dass sich auf Freiheit und Volkssouveränität und so bezogen wurde, aber da hätte man doch einige sehr kritische Takte zu dem ganzen Ding mit der parlamentarischen Demokratie zu sagen gehabt und zu den Vorzügen von einem autoritären Regierungsstil wie einem Führerstaat. Was aber die Sache natürlich einfach ist, ist, was die Leute ja wollen, die sehen einfach nur, diese Regierung, so wie sie jetzt existiert, handelt komplett gegen das, was wir eigentlich wollen. Und für die ist dann der höchste Ausdruck von der Volksherrschaft, wenn es da einen Herrscher gibt, der im Sinne des Volkes handelt. Da ist denen erstmal egal, wie viel die mitzuentscheiden haben, solange der Typ eigentlich das macht, was die sich genau vorstellen. Und das ist das, was die sich dann natürlich auch unter einer Volksherrschaft vorstellen. Dafür brauchen die nicht diese Entscheidungsprozesse. Und dann kommt ja auch noch hinzu, was du gerade schon so ein bisschen angeschnitten hast mit dieser ganzen Erfahrungswelt, die die haben. Das ist ja sogar so, dass denen das ganz häufig dann auch das Gefühl gibt von viel mehr Mitentscheidung, als sie es im alltäglichen Leben haben. Natürlich ist das ganz offensichtlich ein absolut sektenhafter, autoritärer Verein, in den die da reingehen. Aber ganz häufig kann es ja wirklich sein, diese Mitarbeit, die sie dort machen, dass das in einem starken Kontrast zu ihrem aktuellen Arbeitsfeld steht, wo es vielleicht intern noch autoritärer ist. Weil es ist nun mal so, dass normale Arbeitsplätze Firmen tendenziell so autoritär sind, wie man es sich nur vorstellen kann. So. Und sie auch viel mehr das Gefühl haben, selbst wenn da ein König im Königreich Deutschland herrscht, dass sie zu der Nähe zu dem, wer ist er jetzt nochmal, irgendwas, Fitzek, König so und so von Deutschland, einen viel direkteren Draht haben, um dort mitzuentscheiden, als sie es in der parlamentarischen Demokratie jemals haben könnten. Und das sind, glaube ich, diese zwei Aspekte, die dazu führen, dass die Leute echt das Gefühl bekommen von, ich stehe hier jetzt gerade für eine echte Volksdemokratie ein, indem ich im Königreich Deutschland mein ganzes Erbe verprasse. Ja, und du schreibst ja auch nochmal, Michi, mit dem SPD-Vorstand, das ist dann auch einfach ein Ausdruck, dass die Leute sich halt näher fühlen bei dem Fitzek und der ja auch eine größere Nähe ausstrahlt und das halt kultiviert auch und das aktiv lebt, was früher dann tatsächlich der lokale SPD-Vorstand, Ortsvorstand oder so mal war. Also sowas hat ja jetzt zum Beispiel die parlamentarische demokratische Partei der SPD ja gerade gemacht, dass sie probiert hat, dass eben volksnah war und dann eben für Reformen gestritten hat, aber auch tatsächlich an sie angebundene Konzepte von, wo man materiell von profitiert hat, auch verfolgte. Und das ist ja alles nicht mehr gegeben. Man kann ja auch einfach mal fragen, welcher SPD-Vorstand läuft im Reichstag mit der Adidas-Jogginghose rum?
Ja gut, dann haben sie den Typen jetzt eben abgepasst, weil er da im Wald rumrennt. Der jetzt Vorträge hält oder so, läuft er auch im Anzug oder in irgendeinem Hemd rum, hat man ja gerade gesehen. Er hat ja auch dann von der Schlabberbuchse direkt gewechselt Ja eben, also ich zu meine, wenn du jetzt bei irgendeinem Waschenbär. SPD-Bundestagspolitiker, Abgeordneter vor seinem Anwesen lauerst, dann wirst du auch Bilder von dem im Schlabberanzug bekommen, wie er da rumtorkelt in seinem Garten oder so. Ja, vielleicht könnte das noch mal die Umfragewerte retten, wer weiß. Also, nur dass Sie wissen, es darf nicht veröffentlicht werden und wir wünschen uns ausdrücklich, ich diskutiere auch nicht mit Ihnen. Ich sage es Ihnen einfach nur. Die Würde Und des Menschen gerne, ist unantastbar, genau, alles andere ist Martin, egal. gerne keine Auskünfte geben, ja? Nein, nein, okay. Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, kann man hier ja wohl knicken. Angeführt wird die Bewegung von Peter Fitzek, der nur antwortet, wenn man ihn als Peter der Erste anspricht. Möglich ist aber auch Imperator Fiducia oder Peter, Menschensohn des Horst und der Erika aus dem Hause Fitzek. Na, schönen guten Tag, Spiegel TV. Guten Morgen, Peter der Guten Erste, Morgen. Sohn des Horst und der Erika. Das ist nicht richtig geil. Das sind auch schon wieder so gute. Also erstmal muss ich sagen, ich habe es einfach geliebt, wie sie direkt zu dem Typen hingegangen ist und ihm das nicht nur gesagt hat, während er da rumgeschrien hat, die Würde des Menschen ist unantastbar, sondern ihn auch noch gestreichelt. Und dann jetzt noch das Sohn von Horst und Erika im Hause Fitzek. Und hier seht ihr, die ganzen Kühe, die können halt draußen rumlaufen. Da haben wir dafür gesorgt, dass eben, wie gesagt, die Mütter mit den Kälbern zusammen sind. Und jetzt kommen wir mal zur Werkstatt, da werden unsere ganzen Sachen repariert. Dürfen wir fragen, Herr Fitzek? Nee, wir dürfen nicht fragen. Peter der Erste, ist das Königreich am Ende? Die ganzen Immobilien Nö, sind ist es weg. nicht. Wir haben noch eine riesen Immobilie, 121 Hektar. Seht ihr das nicht? Seid ihr denn blind? Alles beginnt 2012. Fitzek gründet ein eigenes Königreich, lässt sich sogar krönen, eigentlich zum Totlachen das Ganze. Königreich Deutschland. In dem Bestreben, den Deutschen nach über 60 Jahren wieder eine Heimat in wahrer Freiheit zu geben, schaffen wir freien Männer und Frauen gemäß unserem freien Willen heute, hier und in diesem geschichtlichen Augenblick einen neuen deutschen Staat. Vom Koch zum obersten Souverän von was auch immer. Peter der Große hat noch größere Pläne und für die braucht er Land. Damals ist eine Immobilie in der Lutherstadt Wittenberg Hauptsitz der Truppe. Am Himmel weht die eigene Flagge, am Boden gilt die eigene Verfassung. Weil das Reich kontinuierlich um neue Anhänger wirbt, finden regelmäßig Messen, Seminare oder aber, wie hier, Tage der offenen Tür statt. Die Gesetze der Bundesrepublik. Hören die hier auf an der Grenze? Die hören an der Grenze auf, ja. Aber trotzdem achte ich sie. Ich kenne die Gesetze der Bundesrepublik sehr genau. Und deswegen achte ich sie. Und berufe mich auch offen auf die Gesetze der Bundesrepublik. Ich habe gar nichts gegen die Bundesrepublik Deutschland. Das ist eine wunderbare Möglichkeit zur Veränderung. Und das ist ja auch so gedacht. Artikel 146 Grundgesetz sagt ja, dass das Grundgesetz seine Geltung verliert, wenn man sich eine Verfassung gibt. Und das haben wir gemacht. Harald Lamprecht ist Sektenbeauftragter und beschäftigt sich seit Jahren mit Gruppen, die einen Alleinanspruch auf die Wahrheit haben. Die einigermaßen absurde Grundidee dahinter ist, man könne ein bestimmtes Territorium quasi per Erklärung da herauslösen und dort ein eigenes Königreich gründen, in dem dann plötzlich die eigenen Gesetze gelten sollen. Ihr vermeintlich autarkes Staatswesen simuliert die Truppe mit eigenen Führerscheinen und Nummernschildern. Über Jahre betreiben die Reichsbürger außerdem eine Renten- und Krankenkasse sowie eine Staatsbank. Alles nach geltendem Recht verboten und bereits mehrfach untersagt. Ja, und das, was die jetzt aufgemacht haben, war ja wirklich nur ein Ausschnitt. Also diese mit dieser Bank und mit der Rentenkasse und so, das waren schon, glaube ich, so die größeren Sachen. Also es war auch ziemlich beachtlich, wie viele Niederlassungen es dann von dieser Bank halt auch gibt. Also auch eben in Ortschaften hinein, in so mittelgroße Orte und kleinere Ortschaften, wo es sonst überhaupt keine rechten bis rechtsradikalen Infrastruktur oder so gibt, haben die es eben geschafft, überall diese Banken aufzumachen, eben oft im Anschluss an so, wenn es dann in der Stadt eben größere Querdenken-Proteste oder so gab, ne, da hat es dann ja so auch so ein gewisses Milieu dafür bereitet, dass dann
auch in irgendwelchen 50.000 Einwohnerstädten, wo dann seit Corona jeden Montag jetzt jede Woche Leute auf die Straße gegangen sind, immer so 50 bis 100 Leute auf die Straße gegangen sind. Und da haben die Reisbürger, glaube ich, ziemlich gut auch agitieren können und für sich so ein Milieu gefunden, wo sie Anschluss gefunden haben und darauf dann auch sicherlich diese Strukturen dann letztendlich mitgegründet. Aber das war ja nun auch schon, also wenn man auf der Seite guckt, ich weiß nicht, wie das jetzt gerade ist, aber vor ein paar Jahren war das auf jeden Fall, ja, das ist so eine Liste an Konzepten, wo auch was dahinter steht, die genau diesen Staat, was ich auch gerade schon meinte, ja probieren zu ersetzen in alle Lebensbereiche hinein. Und das ist, denke ich, sehr, sehr einmalig von dem, was wir in so einem rechtsradikalen Milieu gesehen haben an Aufbau von Alternativstruktur, weil es gibt dann ja immer diese, mal da auf dem Land eine völkische Kommune und mal hier irgendwo ein Dorffest und sonst irgendwas, aber die haben wirklich versucht, und das scheint ja zum Glück jetzt zumindest zum Teil gescheitert, wegen staatlichem Eingreifen an der Stelle, das so breit aufzubauen, wie es nur irgendwie geht. Aber ich glaube auch, gleichzeitig hat es auch seine Grenzen aufgezeigt und auch generell die Grenzen von so einer Art von Versuch, weil man muss ja schon sagen, von so den rechtsradikalen Strukturen in Deutschland war das eigentlich mit die sich am stärksten von einer breiten Wirkung in Gesellschaft verabschiedet hat und selbst für auch so rechte Bewegungen sehr nah immer am Rand war, einfach als Sektenspinner wahrgenommen zu werden. Also es ist ja auch so, glaube ich, was man von außen nicht immer so stark mitbekommt, aber auch intern in der Rechten wird natürlich über so Sachen diskutiert wie mehr so Korruptionsfälle und Ausplünderung der eigenen Bewegung. Wen das mal interessiert, da könnte man beispielsweise in die ganze Geschichte um FSN-TV im so im neonazistischen Spektrum reinschauen oder bei Querdenken um die ganzen Spendenaffären rund um den Ballweg. Das ist auch was intern diskutiert wird. Und das ist nicht so, dass die Leute da einfach nur blöd daneben stehen und ja im Endeffekt die Scheiße, die denen serviert wird, einfach so fressen. Und beim Königreich Deutschland ist es ja auch so, dass was du gerade auch alles angesprochen hast, gerade diese Banken- und Rentengeschichten basierten ja darauf, dass die Leute Verträge unterzeichnen, wo die ihr Geld dann dort einzahlen, aber nicht den Anspruch darauf haben, das in Euros dann auch wieder zurückzubekommen. Also das ist auch für dich wieder so ein geniales Beispiel dafür, ähnlich wie mit Monarchie und der Demokratie. Also die Leute haben teilweise sicherlich auch wenn das größtenteils natürlich jetzt nicht die bahnbrechendste Kritik irgendwie am Bankenwesen oder so ist, berechtigte Einwände oder auch ein schlechtes Bauchgefühl, wenn es um Thema Banken geht und Rentenversicherung, aber die nutzen dann eben als Alternative das, was einfach nur bedeutend schlechter ist. Und ich glaube, dass das auch was ist, was einfach bei den Leuten natürlich hängen bleibt und auch noch stärker mit diesem ganzen Auftreten dafür führt, dass ja das Königreich Deutschland jetzt auch in der Rechten nicht irgendwie den Ruf hatte als Avantgarde oder Speerspitze einer rechtsradikalen Neuordnung der Bundesrepublik. Ich glaube, die hatten auch, da bin ich mir nicht ganz sicher, auch versucht, so eine alternative Währung aufzubauen. Also würde mich auch überraschen, wenn nicht. Aber ich meine, dass ich das auch bei denen gehört habe, dass es da auch solche Ansätze zumindest zu einer Alternativwährung gibt. Das macht ja auch Sinn, dass man das dann irgendwie probiert, auch für die eigenen Reihen, auch diesen Bereich dann anzugehen. Ne? Engel? Wie ist das Engel? Engel kennt es. Okay. Ja, da kann man bestimmt auch noch ein paar Leute aus dem esoterischen Spektrum mit abholen. Aber das ist ein wirklich wichtiger Punkt, was man echt bedenken muss bei solchen sektenartigen Strukturen, dass die haben zwar auf der einen Seite unfassbare Macht gewonnen darüber, dass sie diese ganzen Mittel halt dann zur Verfügung hatten, darüber, dass sie die Leute da betrogen und ausgequetscht haben, ja, weil das ist ja krass, die haben ja
für mehrere Millionen riesige Grundstücke gekauft innerhalb von kürzester Zeit. Und diese ganzen Immobilien, die das sind ja reale Machtmittel, die dadurch erreichen konnten, ja. Nur dadurch, dass das eben dann so sektenhaft ist, ist es auf der einen Seite gesellschaftlich begrenzt, weil viele Leute sagen, okay, das ist ja irgendwie Wahnsinn. So, ja, ne? Und auf der anderen Seite wird es auch einfach viele Fälle geben von Menschen, die da wirklich sich ja echt Probleme gemacht haben, persönlich mit, die jetzt halt auch viel darin verloren haben und dadurch am Ende des Tages davon jetzt auch abgeschreckt sind oder dagegen sogar dann teilweise zu Feinden von diesem Prozess werden. Das darf man dann auch nicht unterschätzen, dass es dann ja auch aus solchen Sekten heraus auch immer so eine aktive Gegenbewegung gibt, die natürlich dann auch verhindern, dass sowas seinen guten Ruf auch in alternativen Kreisen ja behält. Weil das dann ja nicht nur vom Mainstream behauptet wird, von irgendwelchen Spiegelspinnern oder so, sondern ja aus von den Leuten, die selber das erfahren mussten. Ende November durchsucht die Bankenaufsicht bundesweit 10 Objekte des Königreichs. Auch in Wittenberg der Tatverdacht illegale Finanzgeschäfte. In Halsbrücke will keiner was zum Vorwurf. Das ist vielleicht auch nochmal so eine Sache. Also ich meine, es ist ja auch klar, wenn eine Alternativstruktur zum bestehenden System eine gewisse Relevanz erfährt, dann endet das eben mit den demokratischen Rechten, die dieser bürgerliche Staat gibt. Das ist ja auch, das ist jetzt nicht nur, weil da irgendwie Lug und Trug passiert oder so, sondern es ist ja auch, weil das tatsächlich dann ein krasser Ansatz war und dann wird irgendwann der Staat auch per se darauf aufmerksam. Aber im Besonderen, wenn man jetzt sozusagen 1:1 probiert, einen Staat im Staat aufzubaut, also inklusive so Bankenwesen und so ein Zeug, ich glaube, da machst du dich nochmal besonders gegenüber dem Staat angreifbar. Und das ist dann halt auch was, wo wir jetzt als anarchistische Bewegung, die ja auch probieren, eine Alternative zum System innerhalb des Systems aufzubauen, auch nicht so angreifbar sind, weil wir auf der einen Seite eine starke Dezentralisierung haben. Das ist nicht in der Regel nicht ein konkretes Konstrukt, was so komplett zusammenhängt, was man dann so nach und nach zerschlagen oder verbieten kann oder so, sondern es sind immer einzelne Projekte, wo einzelne Gruppen für verantwortlich sind. Und auf der anderen Seite würden wir ja auch nie auf die Idee kommen, jetzt probieren, eine Alternativrente oder eine Alternativbank oder so aufzubauen, was dann ja absolut heilig ist für diesen Staat, sondern unsere Alternativstrukturen laufen ja auf anderen Ebenen ab. Da wäre das höchste der Gefühle vielleicht noch eine Stiftung oder so. Und das kann man ja auch einwandfrei rechtsmäßig machen, dass es halt nicht angreifbar oder schwerer angreifbar für den Staat ist. Dass das Annehmen und Verwalten von Geldern ohne Erlaubnis verboten ist, sagen. Dass man sich im Königreich an dem Ersparten seiner Untertanen bedient, ist sowieso ein offenes Geheimnis. Der Imperator verliert sich derweil lieber in neuen Luftschlössern. Ja, wir wollen ja Selbstversorgung. Das ist halt das Ziel, warum wir diese Landwirtschaft hier machen, dieses Großprojekt machen. Um auch Staaten an Zugehörigen zu versorgen. Also auch in hundert- oder tausenden Bereichen. Bärwalde in der Oberlausitz. Hier bewohnten Königreich-Anhänger bis vor kurzem dieses Schloss. Vor gut 2 Jahren geht das Anwesen in die königliche Stiftung über. Aus dem Schirmherrn wird ein Schlossherr. So wie wir vorher noch der Besitzer waren, sind wir nun der Eigentümer und können uneingeschränkt über diese Angelegenheit verfügen. Das heißt, ab heute greift hier BRD-Baurecht nicht mehr. Eine Interaktion mit BRD-Institutionen oder Dienststellen ist auch nicht mehr erforderlich. Und so ist es also so, dass ihr euch ganz sicher sein könnt, alles, was in der Stiftung Königreich Deutschland ist, wird zum Staatsgebiet des Königreichs Deutschland. Das finde ich halt auch wirklich geil, wie der halt die Leute da halt belügt und so. Also auch so zu tun, als wäre das jetzt unangreifbar und würde da jetzt irgendwie das Baurecht nicht mehr fortexistieren, nur weil man irgendwie das irgendwie... Neu. Ja. Das ist ja einfach so ein Unsinn und das ist auch, ich finde das auch dumm, weil das ja, wie gesagt, die Leute, die da jetzt dann Teil davon sind, die sind ja nicht alle auf den Kopf gefallen und die checken ja dann solche Lügen auch irgendwann. Und wenn dann sowas dann später unter anderem wegen irgendwelchen Baurechtssachen oder wegen anderen Rechten der BRD halt nun mal dann geschlossen wird, dann erinnern die sich vielleicht teilweise auch dran, hey, der hat doch gesagt,
das gilt alles nicht mehr. Wie kann das denn jetzt sein, dass das trotzdem durchgesetzt wird, das BRD-Recht hier? Also. Naja, ich meine, im Endeffekt darf man auch nicht vergessen, dass das durch diese starke finanzielle Belastung nicht anders wie bei anderen Sekten wirkt. Oder auch Schneeballsystemen, Investment-Scams, was auch immer. Du hast halt eine bestimmte Zielgruppe, in dem Fall desillusionierte Rechte, Querdenker, Rechtsradikale in der BRD, die einfach echt keinen Bock mehr haben und jetzt halt die Revolution im Kleinen haben wollen, die sie so im Großen nicht bekommen. Und wenn die dann halt ausreichend Geld da investiert haben, und was weiß ich, noch irgendwie unzählige freie Arbeitsstunden darauf verwendet haben, ab einem bestimmten Punkt, selbst wenn du merkst, dass offensichtlich, wie du dir das vorgestellt hast, das nicht ist, dann willst du es weiterhin glauben. Weil so viel, wie du investiert hast, ist das eine riesige Scham, die bei dir entstehen wird, wenn du dann zugeben müsstest, du hast vielleicht noch mit Familie und Freunden gebrochen, selbst mit Leuten, mit denen du vielleicht die gleichen Ansichten teilst, weil du jetzt auf einmal so ein wahnsinniger Jünger von König Fitzek, Imperator über Horst und Erika geworden bist. Und da hast du so viel reingesetzt, da wird es irgendwann sehr schwer. Und dann glaubst du auch den Scheiß weiterhin. Oder ja, du zwingst dich dazu, ihn zu glauben. Natürlich nur seiner Meinung nach. 1,3 Millionen Euro hat die Aussteigerenklave gekostet. Schnell wird sie zur Pilgerstätte für Reichsbürger. Meine Vision ist, dass wir ein eigenversorgtes Dorf hinkriegen, wo wir eigentlich alles das machen können, was man da draußen nur noch schwerlich tun kann. In den 2 Jahren dient die Immobilie vor allem als Wohnort für Fitzeks Untertanen. Der Verfassungsschutz beobachtet das Treiben. Zehn Jahre lang hat der Vorbesitzer versucht, das Schloss zu verkaufen. Doch niemand wollte es. Nicht die Gemeinde, nicht der Freistaat. Dieser Nachbar wohnt Zaun an Zaun mit Fitzeks Hofstaat. Ich bin jetzt selber schuld, das Land und der Staat. Da stand ja 2-3 Jahre zum Verkauf, das war bei IBI drin. Und früher war es mal ein Pflegeheim, eine Lungenklinik. Und wenn sie nicht so viel Geld und der Staat, sag ich mal, für alles andere ausgeben würden, hätten sie hier mal ein paar Millionen in die Hand genommen, hätten wieder ein Pflegeheim draus gemacht. Die Möglichkeit hatte bestanden. Ja, da war der Peter aber dann schneller. Das ist auch nebenbei gesagt einfach ein wichtiger Punkt, dass das natürlich überall, wo jetzt halt auch der Sozialstaat sich immer weiter zurückzieht, dass eben von allen möglichen Kräften, so wie der Staat sie allgemein als extremistisch bezeichnet, immer Leerstellen hinterlässt, die dann auch gefüllt werden. Manchmal sind es auch einfach von zivil engagierten Leuten in Ehrenamt, die jetzt gar kein großartiges politisches Programm haben. Natürlich gibt es auch noch viel in Deutschland, weil es eine sehr starke sowas häufiger mal gibt, irgendwelche Bürgerinitiativen oder was weiß ich, die dann was machen. Aber natürlich haben alle möglichen Kräfte und auch sicherlich wir als revolutionäre Linke dann andere Freiräume und Möglichkeiten, das Versagen des Staates dann auch auszunutzen. Das ist auch unsere Aufgabe. Und damit natürlich auch solchen rechtsradikalen Rattenfingern dann das Leben schwerer zu machen. Finanziellen Mittel hat das Königreich von seinen Anlegern. Bereits 2014 räumen Beamte deshalb die Reichsbank, nachdem die Aufsichtsbehörde die Geschäfte wiederholt untersagt hatte. Dessen ungeachtet eröffnet die Gruppe in den folgenden Jahren immer wieder neue Filialen. Moin Moin. Hallo. Hi, Henrik Neumann ist mein Name. Ich bin von Spiegel TV. Wir wollten mal nachfragen, warum Sie hier weiter illegale Bankgeschäfte betreiben. Ich möchte bitte, dass Sie rausgehen. Ich habe mir das Recht an den eigenen Bildern. Ja. Ich möchte keine Fragen beantworten. Also die BaFin sagt ja, das ist illegal. Trotzdem passiert auch nach unserem Besuch 2022 nichts. Es wird noch Monate dauern, bis die Bankenaufsicht es endlich schafft, das illegale Kreditinstitut zu schließen. Zurück nach Bärwalde. Auch hier wird im November durchsucht. Heute ist das Schloss geräumt, Zutritt verboten. Wenn es darum geht, jüdische Gruppierungen wie die orthodoxe Schabbat-Gemeinschaft zu brandmarken, ist Fitzek gern dabei.
In einem Video nennt er sie eine jüdische Endzeitsekte, die Teil der satanistischen Weltverschwörung sei. Wenn man sich mal anschaut, dann weiß man, dass Herr Putin von der Chabad weitestgehend erzogen wurde. Wenn man mal schaut, wer Herr Selenskyj ist, er ist auch im Prinzip jüdischer Abstammung und Teil der Chabad. Wenn wir also sehen, die Chabad verhandelt mit der Chabad und der Chabad, dann wissen wir ganz genau, es geht in Richtung Endzeit darum, den Menschen so viel Angst zu machen, dass sie die neue Weltordnung der Satanisten einfach annehmen und das sogar noch als Erlösung empfinden. Er verstrickt sich in den Verschwörungsideologien, die verbreitet werden, in einer radikal negative Sicht auf die Welt außerhalb, die er als von Satanisten gesteuert ansieht. In Verbindung noch mit Juden und also Chabad hat er da so als seinen Feind erkoren. Also das ist vollkommen seltsam. Gar nicht seltsam. Das ist natürlich auch eine tolle Analyse von einem Sektenbeauftragten, der dann einfach nur noch kopfschüttelnd da sitzt und sagt, wie seltsam das alles ist. Das ist keine wirklich gute analytische Einordnung, aber sei dann mal dahingestellt. Michi, ob der Typ davon überhaupt selber so krass von profitiert? Also klar hat er natürlich auch unter politischer Verfolgung zu leiden und so, der war ja auch im Knast und so weiter und so fort. Aber man muss ja schon sagen, dass wenn du Anführer von einer Sekte bist, von einer hohen dreistelligen bis kleineren vierstelligen Anzahl von Menschen, also wenn du über wirklich, was weiß ich, 1000 Menschen oder so eine Macht ausüben kannst, dann profitierst du enorm davon privat. Also natürlich auf der einen Seite schon auch finanziell. Ich meine, ich glaube, der hatte auch vorher relativ viel Geld, das muss man auch sagen. Also der war jetzt auch, glaube ich, vorher so, dass der nicht arm da reingegangen ist oder so und jetzt irgendwie reich dadurch geworden ist. Aber der hat ja der Machteinfluss, den er auf diese Menschen hat, das wird ihm ja unglaublich viel halt geben und wie er die Menschen halt auch ausnutzen kann und wie sie zu seiner Verfügung für seine Pläne stehen und so weiter. Und was auch immer der Typ da jetzt, da kann man ja noch spekulieren, was dann eben in so Sektenkonstellationen alles so passiert. Das wird dann ja auch meistens erst sehr viel später aufgedeckt. Also da will ich jetzt nichts herbeispekulieren, was man jetzt nicht weiß oder so öffentlich, aber da gibt es ja diverse Fälle von unterschiedlichen Formen von Missbrauch, die da in Frage kommen. Sind Fitzeks politische Vorlieben. Wobei man sofort die AfD im Kopf hat, aber denkste. Die Freien Sachsen machen ganz gute Arbeit und der Martin Kohlmann gibt sich auch allerbeste Mühe. Also nicht AfD wählen und schon gar nicht Altparteien. Wenn ihr was machen wollt, dann Freie Sachsen. Die Kleinstpartei, die Freien Sachsen, sind gesichert rechtsextrem. Ihr Anführer Martin Kohlmann war früher bei den Republikanern und wird als Neonazi vom Verfassungsschutz beobachtet. Sie haben doch immer gesagt, Sie sind nicht rechtsextrem. Warum sagen Sie, dass die rechtsextremen Freien Sachsen von Ihnen unterteilen? Definieren Sie denn rechtsextrem? Extrem für das Recht sich einsetzen, heißt das rechtsextrem oder was? Naja, der Herr Kohlmann, das ist schon richtig. Definieren Sie denn rechtsextrem? Herr Kohlmann, das ist schon richtiger Rechtsextremist. Herr Kohlmann kenne ich nicht so weit, als ich das einschätzen könnte. Aber Wahlempfehlungen geben Sie trotzdem für ihn ab? Ja, weil er die einzige Alternative ist, als Ihre Systemparteien. Auch die AfD wird ja kontrolliert von der internationalen Hochfinanz. Sprötze in der Nordheide. Heute veranstalten die Aussteiger eine Wanderung. Zuletzt hatten sie wieder vermehrt versucht, neue Mitglieder anzuwerben. Denn dem Pseudostaat gehen die Anhänger aus. Veranstaltet wird das Treffen von Königreich-Regionalstellenleiter Andreas Lüttke. Der Hamburger war bis vor kurzem noch im sogenannten Leuchtturm-Team. Wir haben uns entschlossen, hier die Vision des Königreich Deutschland über den Leuchtturm zu verbreiten und zu vertreten und hier wirklich Verantwortung zu übernehmen. Im Netz präsentierte er sich selbst als ehemaliger Elitesoldat mit Vorliebe für den Kampfeinsatz. Aufgabe des Leuchtturmteams ist die Anwerbung neuer Mitglieder. Zwar spricht das Königreich selbst von rund 6000 Untertanen, der Verfassungsschutz geht jedoch von gerade einmal 500 bis 1000 aus. Das Leuchtturmprojekt fungiert bundesweit. Man muss natürlich auch Wochen fühlen durch diverse Freizeitangebote im niedrigschwelligen Bereich. Auch Teil des Leuchtturmteams diese Frau.
Ihr Name Britta Vogelberg. Seit rund 2 Jahren ist die ehemalige Segellehrerin für den Fantasiestaat aktiv. Früher war sie einmal Landesvorsitzende der Corona-Leugnerpartei Die Basis in Bremen. Ja, genau. Leuchtturm von denen ist, finde ich auch ganz witzig, dass es ja diese Parallele dann zu Zeugen Jehovas gibt vom Namen her. Ist deren Kaderkonzept. Also das sind so die Leute, die es wirklich ernst meinen und die dann so hart geschult werden und so weiter und so fort und die das Ganze dann verbreiten sollen. Wenn ich das richtig gesehen habe, war der Typ sogar auch noch Life-Coach. Das, finde ich, passt ja auch mal wieder ganz gut. Fitzek jetzt, oder? Nee, der Soldat beim Leuchtturmprojekt. Ach so. Ja, das ist schon witzig, ne, wie sich dann immer diese Sachen dann in diesem Kreis schließen und auch sie dann, die jetzt gerade erwähnt wurde, Landesvorsitzende von irgendeiner Basis, Lokalpartei, bla. Naja, am Ende des Tages ist das ja auch häufig einfach ein, sagen wir mal, ein fluides Spektrum, in dem die Leute sich dann auch bewegen. Und nur weil sie dann mit einem Ansatz abgeschlossen haben, heißt das nicht, dass sie sich ganz irgendwie aus diesem Gedankengebäude rauslösen oder auch einfach eine, sagen wir mal, eine bestimmte, nicht mehr eine bestimmte Anfälligkeit für bestimmte Versprechungen oder Arbeitskonzepte haben, wie dann in dem Fall vom Life-Coach. Also ich kann mir vorstellen, dass vieles von dem, was im Königreich Deutschland irgendwie den Leuten dann dabei gebracht wird fürs persönliche Leben, sicherlich auch irgendwie in so einem Motivationstrainer-Life-Coach-Kladderadatsch rübergebracht werden könnte. Nach Spiegel-TV-Recherchen ist sie außerdem Absolventin der sogenannten Königsklasse, einem exklusiven Ausbildungsverfahren für Führungskräfte. Ups, da muss ich dann einmal das, was ich gesagt habe, zurücknehmen. Also ist dann die Königsklasse und nicht Leuchtturm. Aber guck mal, da haben wir es jetzt auch schon. Es gibt dann auch einen Königreich-internen Abzug der Leute nochmal in einem Life-Coaching-Motivationsprogramm. Aber das wird die Königsklasse sein. Ja. Das ist dann so ein bisschen die Königreich Deutschland Boss-Transformation. Die Königsklasse ist ein Seminar für Menschen, die das Gemeinwohl in die Welt tragen wollen. In gewisser Weise seid ihr Repräsentant des Königreichs. Ihr seid Repräsentant der Ideen des Königreichs. Und deshalb sozusagen bemüht euch, euer Bestes zu tun. Das Königreich geht sogar ins Ausland. Vergangenes Jahr fand ein Treffen zum Teamaufbau in der Schweiz statt. Zurück nach Sachsen. Auch hier durchsuchen Ermittler für Wirtschaftskriminalität das Kanzleilehngut und stellen Vermögenswerte sicher. Beschlagnahmt wird diese Immobilie jedoch nicht. Der Grund? Der Besitzer ist nicht etwa Peter Fitzek, sondern einer seiner Staatsangehörigen. Das Königreich hat den landwirtschaftlichen Betrieb lediglich gepachtet. Diese Miet- und Pachtvariante ist die beste Variante, die wir haben können, weil dann solche Leute wie Spiegel TV, wie die Polizei und welche anderen Leute keine Möglichkeit des Eingriffs haben mehr und wir können sagen, prima, wir können das nutzen, haben ein Objekt, was 5,5 Millionen wert hat und müssen kaum noch was dafür bezahlen. Das ist doch total toll. Nach Spiegel-TV-Recherchen stammt der Strohmann, der das Anwesen gekauft hat, aus Stade. 5,5 Millionen Euro soll der Landwirt für die 121 Hektar gezahlt haben. Das ist der entscheidende Punkt. Er lebt hier vermögensreich, also zugeordnet werden geht, dann sprechen wir über eine Preislage von mehreren Millionen Euro. Bad Lauterberg im Harz. Eigentlich sollte diese Ruine bald schon ein Kurhotel für Systemaussteiger sein. Doch daraus wird wohl nichts werden. Hier geht es darum, dass wir auch wieder so später mal einen Wirkort für die Menschen schaffen wollen, die Urlaubsziele genießen wollen. Und die Menschen dort sollen für die Zeit des Aufenthaltes auch akzeptieren können, dass sie unsere Ordnung unterstehen. Das heißt also, es gelten die Verfassung, die Gesetze des Königreichs Deutschland. Käuferin der Immobilie ist die Frau hier rechts, Ute Kowalewski. Rund 200.000 Euro hat die Heilpraktikerin gezahlt. Nun will sie es Fitzek überlassen. Eine wahrhaft göttliche Fügung. Ich sag mal so, wie es ist.
Gott schickt mir die Dinge vor die Füße. Und wenn ich ein Objekt sehe, wo ich sage, da geht mein Herz auf, da sind auch sofort Menschen da, die es wollen. Und es kommen auch Mittel zusammen und Menschen, die sagen, ich setze das Projekt mit um, so wie es bei Uti hier der Fall ist, dann werde ich etwas anfangen. Kowalewski wohnt in Wittenberg. Wir treffen sie vor wenigen Tagen. Bereuen Sie, dass Sie die gekauft haben? Nicht wieso. Ich habe das getan, weil ich das will und nicht, weil er das sagt. Peter gibt den Menschen eine Möglichkeit für einen gewissen Wandel. Aber viele wollen das gar nicht verstehen, was er da tut. Dann lassen wir es uns eben noch einmal vom Beauftragten für Sektenfragen erklären. Er schafft es, eine positive Vision zu erzeugen. Und das ist vielleicht so ein Punkt, da ist unsere Gesellschaft arm. Wir haben heute momentan viele Situationen, wo wir immer das Gefühl haben, alles wird schlechter, alles geht den Bach runter. Und dann kommt jemand und sagt, ich habe einen Plan, wie es anders sein kann. Das große Problem ist, dass das Ganze auf unrealistischen Versprechungen beruht, dass es am Ende nicht funktionieren wird. Ob aus der Ruine. Das waren auf jeden Fall mal, fand ich, 1, 2, 3 vernünftige Sätze von dem Sektenforscher. Also das ist ja ein Aspekt von vielen, warum das ein bisschen funktioniert. Ja, das stimmt, einer von vielen. Ich meine, so ein Sektenbeauftragter sagt das natürlich, weil es meistens ein Sektenbeauftragter der katholischen Kirche oder evangelischen Kirche Deutschlands ist. Und wenn der dann sagt, dass es ganz furchtbar ist, dass diese Sekten existieren und die dann irgendwie eine positive Vision den Menschen geben können und dass es daran in unserer Gesellschaft mangelt, dann meint er ja damit, dass zu viele Leute aus den 2 großen bestehenden Kirchen Deutschlands austreten und dadurch überhaupt erst dieser Raum eröffnet wird, damit er anhand seines Eigeninteresses zur Wahrung der Machtansprüche der EKD und katholischen Kirche in Deutschland argumentiert. In Bad Lauterberg jemals ein Aussteigerhotel werden wird, ist fraglich. Zuletzt hatte der Landkreis Göttingen den Betrieb auf dem Gelände untersagt. Es fehlen Bauanträge sowie Baugenehmigungen. Diese Immobilien sind ja letztlich die wichtige wirtschaftliche Grundlage, auf der... In den Kerker. Vor ein paar Wochen wurde er wegen Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 8 Monaten verurteilt, ohne Bewährung. Jo. Also das muss man echt mal festhalten. Die hatten halt 4 dieser riesigen Immobilien und haben jetzt noch eine. Und diese ganzen Banken, die überall verstreut waren über Deutschland hinweg und andere Infrastrukturen, die auch verloren. Das ist schon ein ziemlich herber Rückschlag für die und bleibt abzuwarten, ob die sich davon jemals wieder erholen werden, ne? Genau, Black Red Demon, irgendwann gehört das Hotel auch mal der FAU. Dann Michi, ich glaube, zu den Gesetzen des Königreichs Deutschland gehört nicht, dass der König nicht Körperverletzung begehen darf. Würde mich auch mal interessieren, warum. Also, was hat er denn jetzt gemacht? Vielleicht wieder irgendeinen übereifrigen Spiegeljournalisten eine Wasserflasche gegen den Kopf geworfen. Also, weil das ist, wenn er jetzt schon verurteilt ist, kann man ja auch mal erwähnen, für was der jetzt genau verurteilt wurde. Naja. Tja. Ja, vielleicht ist es ja wirklich eine der letzten Dokus. Also wir werden sicherlich nochmal einen zweiten Abgesang aufs Königreich Deutschland bekommen, aber vielleicht ist es das letzte, wo wir nochmal so richtig was davon hören. Da hat ja auch Spiegel TV, muss man dazu sagen, jetzt echt sehr lange dran gezerrt. Also ich weiß nicht, in wie vielen Dutzenden Beiträgen ich diese Krönungszeremonie schon gesehen habe. Ja. Aber generell ist dieses Milieu von so Reichsbürgern, finde ich auch für mich noch, was über dieses Königreich Deutschland hinausgeht. Also da habe ich so einen recht guten Überblick eigentlich jetzt über die Jahre immer wieder gehabt, weil das ja auch so der öffentlichkeitswirksamste Ausdruck von diesem Milieu ist. Aber da gibt es halt so viele unterschiedliche Gruppen und Strukturen, auch welche, die dann ja aktionistischer ausgerichtet sind und weniger jetzt auf diese Alternativstruktur aufbauen, die dann mehr diese Demos mit organisieren und dann fallen ja auch diese Trommelgruppen da dann auch, glaube ich, speerspitzenmäßig so bilden. Und oder dann halt auch einfach nur so
ja, Strukturen, die primär darauf fokussiert sind, dass die Leute ihr eigenes Grundstück zu, also ab, abmelden aus dem, aus der BRD und da ihr eigen, ihre eigenen Königreiche da ausrufen. Und das ist ja wirklich ein riesiges Milieu geworden mittlerweile, was, was in der Gesamtheit ja schon eine, einen relevanten Teil von der rechtsradikalen Szene auch ausmacht irgendwo. Was dann ja auch über die letzten Jahre erst in der Intensität so entstanden ist. Aber ich finde es recht undurchschaubar, was es da jetzt alles sonst noch so gibt und was da noch so alles relevant ist. Absolut. Ja, vielleicht ist das ja mal was, wo wir uns dann, wenn wir in irgendeinem Rahmen noch mal intensiver mit auseinandersetzen, wenn wir noch mal über Königreich oder was weiß ich sprechen. Aber ich denke, das soll es als Eindruck und als zwei Reactions für heute dann gewesen sein, oder Joshua? Absolut, würde ich auch behaupten. Ja, in dem Sinne, schön, dass ihr dabei wart. Habe ich es doch irgendwie über mich gebracht heute. Fast anderthalb Stunden Stream, trotz Krankheit. Und ja, diesen Sonntag auf jeden Fall Überblick wieder. Bis dahin bin ich sicherlich auch weitestgehend wieder gesund. Und ja, sonst kommt auch noch ein Video von dir, hoffentlich diese Woche, vielleicht auch erst nächste Woche. Das müssen wir schauen, ob das noch klappt für diese Woche. Genau, das muss dann, glaube ich, auch nochmal danach in die Bearbeitung noch ein paar Sachen. Aber nächste Woche wird es, denke ich, auf jeden Fall kommen. Und nächste Woche werden wir auch noch eine neue Folge dann veröffentlichen. Oh ja. Das wird spannend. Da freue ich mich auch schon drauf. Und ja, in dem Sinne, gehabt euch wohl. Und Glück auf. Glück auf.